Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Stammis hier am Start. Ja, heute ist Geburtstag von den lieben zwei, von dem Alexander und der Pia. Und ich hoffe, dass ihr bis dahin euch vielleicht noch irgendwie ganz gut befreundet. Vielleicht werdet ihr noch Freunde fürs Leben. Was ich aber bezweifle, dass das passieren wird. Bevor ihr alles noch losgeht, würde ich euch vorschlagen, dass ihr einfach mal aufs Klo geht. Beziehungsweise der Theo, der müsste aufs Klo. Und dann kann er sich auch dazu setzen und noch den Pfannkuchen essen. Und dann würde ich fast sagen, dass ich noch ein bisschen an den Fähigkeiten arbeite von den beiden. Du kriegst ja auf jeden Fall für Logik. Ich glaube, für Logik gibt es ein Stipendium. Und für Körper und Kreativität, dass die zwei Fähigkeiten noch nach oben kommen. Und bei dir genauso. Und vielleicht Charisma, ich weiß es nicht. Ich habe nämlich nicht nachgeguckt. Welches davon wichtig ist. Aber okay. Dann warten wir jetzt mal ab, was hier so alles passiert. Was kommt jetzt? Ah, der Adam kommt nach Hause. Ah, Kathi ist ja schon zu Hause. Die schläft aber. Ne? So, meine lieben Kiddies. Oh mein Gott, du müsstest mal aufs Klo. Oder wollt ihr direkt loslegen und altern? Oh Gott. Bei dir müssen wir auf jeden Fall mal was tun. Oh mein Gott. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir die Katze umgestylt. Unser liebes Paulchen. Und ja. Du kannst ja schon mal die Reste hier weglegen. Ja, ist ja gut. Du wirst noch deinen Spaß haben. So, es wird aber langsam Zeit, dass ihr vielleicht älter werdet. Ah ja, da hinten fängt schon an. Und logisch, guter Mechaniker und Juwelen ja von mir aus. Ruhm. Überflieger sein, dicker Bonus, reichen Sim heiraten, Spaß. Ich glaube, zu dir passt der Spaß. Ja, natürlich nehmen wir die zwei anderen auch mit. Auch wenn die dann, ja, einen Scheiß haben. Ich fühle mich großartig, wenn ich mich mein ganzes Leben lang so gut fühle, ist einfach alles möglich. Ich glaube, es hackt jetzt, ne? Junge. Geh Blasen machen, das hilft dir am besten. Wo bist du eigentlich? Schlafen? Nee, 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 nee. Die wird schön älter werden. Weil ist das jetzt im Prinzip kein richtiger Geburtstag, den die hier machen. Was ich irgendwie schade finde. Na? Möchtest du nicht älter werden? Oder soll ich nachhelfen? Aber ich denke mal, falls wir noch mal irgendwie damit zu tun haben, mit Geburtstagen, dann feiern wir die dann auch. Weil es ist ja irgendwie doof, wenn die Eltern sich dafür nicht interessieren.
So. Und dann wirst du zwar im Bad älter, aber das macht jetzt nichts. Ja, nö, es kommt keiner. Ach so, jetzt auf einmal aber bei eurem Sohn war das uninteressant, ne? So, du magst Abendkleidung und Unterwäsche und magst nicht, wenn jemand kreativ ist. Okay. Also, ob ich das so toll finde? Vielleicht Parfüm. Oder. Ja, ich denke mal Parfüm. Und zu dir? Du könntest ja Rum nehmen. Und dann machen wir die Rebecca auch gleich mit Alt. Ist doch gar kein Problem. Ich bin fast etwas traurig, dass dieser Abschnitt meines Lebens vorbei ist. Es war fantastisch. Dennoch bin ich bereit für eine neue Herausforderung und könnte mich dabei nicht besser fühlen. Ah ja. Was ist denn dein Wunsch? Weltraumpiratin werden? Okay. Existenzgründerpreis erhalten. Ah, okay. Dein Sim muss von Außerirdischen entführt werden, bevor er das College verlässt. Möchtest du prüfen, ob sich... Das wäre natürlich auch mal eine Möglichkeit, dass wir das mal ausprobieren. Ob das, gelingt mit dem Entführen. Dafür müsste man, glaube ich, öfters hier in die Sterne schauen oder so. Ich... Weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall können wir das tatsächlich machen, dass du einen Job hier suchst. Da müssen wir halt gucken, dass wir dich da immer auf Dings kriegen. Anwaltskanzlei, Empfangschefin. Okay. Was hatten wir denn noch? Geheimdienst Privatdetektivin. Mhm. Background-Tänzerin. Bankwartin. Okay. Militärschülerin des Rekruten-Training-Korps. Ach nee. Dann nochmal Job suchen. Was ist hier? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass der... Och Mann. Was seid ihr denn für Hänsel? Adam. Oder wer ist noch wach? Du bist noch wach. Das heißt, du könntest mal hier den Rechner reparieren. Meine Güte, was ist denn dein Problem? Und in deinem Bett willst du nicht schlafen, ne? Ist dir zu kinderhaft, ne? Erhält Stipendium. So, und den kannst du auch gleich mit reparieren. So. Die Energie ist eigentlich noch völlig im grünen Bereich. Das ist unglaublich. Dann müssen wir halt mal rumgehen und gucken, ob wir noch irgendwas putzen können.
Irgendjemand ist noch wach, ne? Ah, du schläfst schon. Ach, Abby, du bist noch wach. Und der Theo ist auch noch wach. Aber ihr seid doch müde. So. Wie sieht denn deine Fitness aus? Ja, du bist immer noch ein bisschen. Dings, ihr seid beide. Ah, da muss ich mal gucken, ob ich mit der Abby dann den richtigen Zauber noch raussuchen kann. Ja, beschäftige dich mal mit der Katze. Beziehungsweise mach mal erst den Napf hier voll. Was können wir denn? Wir können ja mit der mal ein bisschen spielen. Aber müde wäre sie halt, ne? Und du müsstest aufs Klo, Pünktchen. Ich will nichts sagen, aber ins Bett machen, das geht schon mal gar nicht, ne? Würde ich dir gleich hier an der Stelle sagen. Wenn ich mich recht erinnere, war ich mit Lena in der Universität in der Wüste, weil ich damals schon gesagt habe, ey, lass mal woanders hingehen. Die Stammis, die waren, glaube ich, auf dem staatlichen Uni-Dings. Das heißt, uns fehlt eigentlich die andere. Ich glaube, sie fehlt. Wenn nicht, kann man die anderen. Man kann ja auch in die andere Nachbarschaft gehen und die von dort aus einfügen. In die Dingens. In die Dingens der Dingens der Dingens, ne? So, du kannst dir vielleicht mal so ein bisschen was von den Resten nehmen. Weil da haben wir ja immer noch so ein bisschen so einen Pfannkuchen noch parat. Der ist auf jeden Fall sehr praktisch für den kleinen Hunger. So, warst du jetzt eigentlich? Ja, du warst draußen. So, wir müssen dir noch das Sprechen beibringen, mein Lieber. Wieso schläfst du denn nicht in deinem Bettchen? War echt richtig süß. Wo bist du jetzt hin? Nee, nee, nee. Bitte. Ich habe gesagt, du sollst dem das Sprechen beibringen. Jetzt gehen die schon wieder an den Knochen, ne? Nee, das ist nicht. Nee. Gut. Es wäre voll cool, wenn halt unser Pünktchen noch die ganzen Kommandos beigebracht kriegt. So, musst du heute arbeiten. Du hast heute auch frei. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn du wach bist. Ihr seid alle eigentlich. Es ist ja auch Samstag. Du musst heute arbeiten. Okay. Und wir müssen mit dir noch die Körperpunkte schaffen. Dann wäre es mir mal an der Reihe, dass wir daran mal arbeiten. So, Theo, wie sieht's mit dir aus? Du musst heute natürlich auch arbeiten. Ist auch kein Problem. Hast du eigentlich Hunger? Nö, hast du eigentlich nicht. So, Adam, und wie sieht's bei dir aus? Du hast heute eigentlich frei.
Aber du wirst jetzt auch mal hier aufs Klo gehen und duschen. Und dann wirst du vielleicht mal wieder irgendwie mal Dinge zubereiten. Hawaii-Toast, da war es doch eben. Also. Hawaii-Toast, so wollte ich das doch machen. So, und ihr kommt auch hervorragend voran, ne? Kriegst du dann nachher ein Leckerchen? Glückwunsch, Pünktchen hat das Kommando sprechen mal gelernt. Doch, schön. Na? Oh, dann kriegst du noch den Bauch gekrault. Kannst du denn noch alles Vöglein-Stick benutzen? So. Ich würde fast sagen, ihr müsst jetzt mal zur Arbeit. Nee. Du könntest auch erstmal aufs Klo gehen. Und mit dir suchen wir jetzt heute noch mal einen Job. Na? Jemanden überreden, gegrillten Käse zuzubereiten. Okay. Weiß halt immer noch nicht, ob du die 200 Hawaii-Toasts irgendwie schaffen wirst, aber wir arbeiten da zwischendurch dran, dass du halt mal deine Dingens da auch. Hoppala. Wollt doch ins Inventar. Und dann hier ganz nach hinten. Und dann die Dinger hier mal hinstellen. Und dann kann die Kathi ja die Reste weglegen. So, meine Liebe, du musst jetzt hier mal. Beziehungsweise, was machen wir denn mit dir als erstes? Den Kreativpunkt? Wäre vielleicht ganz praktisch, wenn du den kriegen würdest. Und bei dir müssen wir erstmal deinen Spaß auffüllen. Ist auch kein Problem. Du bist, denke ich, sauber genug. Ah ne, wenn der nicht sauber ist, dann mach ihn lieber sauber, bevor der Adam da dran geht. Ach komm, es ist doch jetzt frei. So. Bitte, stell das doch. Dass ich das immer selber wegräumen muss hier. Auf die Anlage, Ablage. So. Dafür bei dir müssen wir den Körper in Schwung kriegen und die Kreativität würde ich gern bei dir.
Ah, hast du den Kreativitäts Punkt gekriegt? Das sieht echt lustig aus. So, du hast genug Spaß, mein Lieber. Das heißt, dass du jetzt erstmal eine Runde lesen darfst. Und zwar Baba. Und du möchtest gerne ein Date haben, flirten, aber du hast niemanden so richtig, mit dem du das machen kannst, ne? Vanessa Jang. Okay, die wäre vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt in unserem Alter ist. Oh, mit unserer Schwester, wir haben ja gar keinen Dings mehr. Uiuiui. Da müssen wir mal vielleicht noch mal gucken, dass wir das auch mal wieder hinkriegen, ne? So, die sind jetzt fleißig am Lernen. Was macht ihr? Ihr spielt Mahjong. Und die beiden anderen, die kommen bestimmt, ja, heute Nachmittag erst wieder. Spiegelei, okay? Du hast Spiegelei gelegt. Nee, du hast, ja. Und spielt ihr denn jetzt eine neue Runde? Oder bleibt ihr da jetzt auf Ewigkeiten so sitzen? Ja, viel Spiegelei braucht man von, wenn da. Und Limonade, genau. So mache ich die Eier auch immer. Okay, dann gucke ich mal, was die Kitties machen. Du hast einen Punkt erhalten auf Körper. Okay, das ist cool. So. Zwei restlichen Körperpunkte hat man, kann man ja dann mit dem Buch fertigstellen oder so. Wie geht's denn so, Theo? Ich habe dich lange nicht gesehen. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Ich habe dich, glaube ich, noch nie gesehen. Bist du eine Arbeitskollegin? Ah, ich glaube, unsere lieben Eltern sind auch wieder nach Hause gekommen. Da musst du dich ja gleich mal fertig machen. So, warte. Nicht baden. Duschen. So, hier ist leider schlecht geworden. So. Ui, da ist jemand aber komplett müde, ne? Da habe ich dich ja echt fertig gemacht, ne? Wie viele Punkte hast du denn dazu gekriegt? Ah ja, die fehlen ja nur noch zwei. So.
Dann müsstest du vielleicht auch mal deine Körperfähigkeit aufbessern. Weil das braucht ihr ja schließlich für den Beruf. Ja, ich denke mal, wir kriegen das in 14 Tagen hin, dass die ihre Fähigkeiten, zumindest das, was ich noch machen will, dass das noch irgendwie geht. So, dann kannst du die ja mal streicheln und auch mit ihr spielen und so. Gefällt der Katze bestimmt auch. So, du beobachtest bei uns die kriminellen Vögel, ne? Der tropft irgendwas, oder? Irgendwie hatte ich das Gefühl. Ach so. Und du glaubst, dass ich das nicht gesehen hätte, ne? Dass du nichts mehr liest. Das ist ja schön, dass du das angeblich weglegen willst, aber das interessiert mich nicht. Wird jetzt gelernt. Ach, und was machst du? Pfannkuchen? Aber meine Leute, Leutchen, ich werde hier an der Stelle wieder einen Cut machen und wir sehen uns auf jeden Fall in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.